Ciao a tutti und benvenuti in Ligurien. Um genau zu sein, herzlich willkommen aus der Stadt Sanremo. Ich bin ganz aufgeregt, es ist mein erster Foodblog und ihr seid dabei. Ich werde euch versuchen, die ligurische Küche ein bisschen näher zu bringen. Wir werden lokale Spezialitäten probieren, landestypische Spezialitäten aus Ligurien, von Farinata über Focaccia und auch noch ein paar andere Spezialitäten. Wir gehen jetzt bzw. fahren zu unserer ersten Auflaufstelle. Ich nehme euch mit. Bis gleich. So, wir sind an unserem ersten Spot angelangt. Und zwar sind wir in der Fogassai Café. Wir waren da gestern schon. Ein sehr, sehr leckerer Laden. Seid gespannt, was euch drin erwartet und wir gehen essen. Kommt mit! So. Wir haben jetzt unsere Bestellung aufgegeben, unser Essen ist auch schon da, plus zwei Cappuccino, wir haben es noch in der Früh. Und zwar haben wir hier einige ligurische Klassiker, und zwar seht ihr hier eine Focaccia Genovese, die hier auch überall gegessen wird. Hier seht ihr noch schönes Olivenöl. Dann haben wir eines der bekanntesten Gerichte Liguriens, wir haben hier eine Torta della Verde. Torta della Verde bedeutet grüne Torte. Und ist gefüllt mit verschiedensten Gemüse, Zucchini, Ei, ein bisschen Parmigiano Reggiano ist auch drin. Wir haben hier eine Pizza Entelia, die ist con Mozzarella di Bufalo, also mit Büffelmozzarella, kleine Pomodorinis und Rucola, sieht auch sehr, sehr gut aus. Und hier sehen wir noch eine Focaccia ripieni, das bedeutet eine gefüllte Focaccia mit Salami. Ich kann euch sagen, dieser Laden ist wirklich sehr, sehr gut. Wird hinten in der Küche alles selber gemacht. Und bevor wir jetzt lang hier rumschnacken, ich beiß mal in die Focaccia rein. Ja, die Focaccia ist sehr, sehr luftig. Außen leicht knusprig. Der Teig ist aber auch richtig weich, ist halt echt eine gute Focaccia, aber die Focaccia kommt ja auch her, das war klar. So, wir gehen jetzt mal über zur Torta della Verde. Torta Verde. Die sieht hier auch sehr, sehr gut aus. Wir reißen die jetzt mal so auf. Und dann seht ihr die Füllungen ultra weich, sehr, sehr cremig. Boah. Ich habe ja schon einige probiert, aber diese ist richtig lecker. Also Wahnsinn. So. Ja. Schau mal. Hier bringt uns die nette Dame nochmal eine Pizza Entelia. Alla romana. Wow, das wird alles hier frisch gebacken. Schaut Wahnsinn an. Con Mozzarella di Bufalo. Mozzarella di Bufalo, prosciutto crudo, pomodori freschi. Wahnsinn. L'altra con salmone, stracchino e zucchini. Bravissimo. So. E lo chef è là, il pizzaiolo. Ok. Grazie. A lei, a voi. So, die Frau hat uns gerade noch eine Pizza Antelia gebracht, die wahnsinnig lecker ausschaut. Hier ist dann schon mal so ein fertiges Stück. Dort beißen wir jetzt auch einfach mal rein. Und seht ihr diesen luftigen Teig, außen knusprig, innen weich. Wie gesagt, ein brutal guter Laden. Ich beiße jetzt hier einfach mal ganz frech alles an, aber es wird doch alles aufgegessen. Und dann haben wir hier noch ein gefülltes Focaccia.
ist jetzt ganz klassisch. Hier seht ihr auch die Teigstruktur. Das ist einfach wirklich Bombenqualität. Das ist einfach ein Focaccia. Oh, sorry, Kamerafrau hat gesagt, ich bin dreckig, das macht aber nichts. Gefülltes Focaccia. Wir probieren das jetzt auch einfach mal. Ja. Ich kann mich nur wiederholen. Focaccia, Pizza Antelia, Torta Verde und das Focaccia in die Ligurie. Ist einfach geil hier. Der Laden ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn es 10 Punkte geben wird, würde ich 10 geben. Einfach ein geiler Laden. Und wir sehen uns zum nächsten Spot und schauen mal, was es dann gibt. So, ich wollte euch nur noch sagen, was dieses Ganze, also das, die ganze Focaccia und die zwei Cappuccino in dem Laden gekostet hat. Das ist echt, ja, ich möchte schon sagen, fast lächerlich. Wir haben jetzt bezahlt 10,60 Euro. 10,60 Euro für diese Qualität, ist Wahnsinn. So, wir besuchen jetzt noch den Mercato Sanremese und schauen mal, was es dort so an Leckereien gibt. Ich nehme ein bisschen die Kamera, schau mal, was es gibt, ob ich ein bisschen was dazu erkläre. Am Abend werden wir noch eine Pizza Neapolitana essen und jetzt gehen wir doch mal rein. So, willkommen zum nächsten Spot. Wir werden eine Pizza essen und zwar gibt es heute eine Pizza Neapolitana und in Sanremo wird des Öfteren, wie ich schon gesehen habe, Pizza Neapolitana angeboten. Wir schauen jetzt mal, wie sie schmeckt und ich werde euch berichten.
Geh mal rein. So, jetzt ist gerade unsere Pizza gekommen. Wir haben hier eine ganz klassische Margarita. Wir schauen jetzt mal, wie die Pizza Margarita in Sanremo schmeckt. Ob die Pizzaiolos in Sanremo was drauf haben. Wir probieren. So, wir schneiden uns jetzt hier mal so ein schönes Stück runter. Und dann schauen wir die Pizza mal an. So, als erstes schauen wir hier mal den Rand an. Der Rand ist wirklich sehr, sehr weich und fluffig. Die Pizza riecht auch gar nicht nach Hefe, was auch ein sehr gutes Qualitätsmerkmal ist. So, wir probieren jetzt das Ganze, werden hier zusammenklappen und probieren eine neapolitanische Pizza in Ligurien. Was soll ich sagen? Pizza ist sehr, sehr gut, eine klassische neapolitanische Pizza. Sie haben es auf jeden Fall drauf hier, kann man lassen. Ein Fazit ist hier. Hier kann man auf jeden Fall hergehen, eine Pizza essen. Und wir schauen mal, was es als nächstes zu essen gibt. Ciao. So, wir werden jetzt noch eine Farinata essen gehen. Wir sind hier in der Panificio Bar Cafeteria. Hier soll es sehr gute Farinata geben. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, bis sie fertig ist. Wir werden dann an einen ruhigen Platz gehen, um die Farinata zu probieren. Ich erkläre euch ein bisschen was dazu. Wir holen uns jetzt eine Farinata. So, unsere Farinata wurde jetzt frisch für uns zubereitet. Und ich erkläre euch kurz, was eine Farinata ist. Farinata, es gibt schon seit der Antike in Ligurien, ist einer der traditionellsten Gerichte hier. Ist aus Kichererbsenmehl, Wasser, Olivenöl und Salz. Und wir probieren das Ganze jetzt. Und es ist noch brutal heiß. Ist ultra weich, ultra lecker. Schaut euch mal dieses Teil hier an. Auch der Boden richtig geil. Es ist sehr, sehr weich und wie gesagt noch ultra heiß. Gleich jetzt noch mal so und beiß jetzt noch mal so ein kleines Stück ab. Ja, schmeckt einfach Bombe. Man fühlt sich so wie ein bisschen in der Zeit zurückgeholt. Und jetzt da werden wir noch kurz eine Sardinara probieren. Ist ein Focaccia mit Sardinen drauf. Das packe ich jetzt auch noch auf und zeige es euch. So, hier haben wir noch eine Sardinara. Da ist hier Pomodori drauf, also Tomatensauce, eine Art Focaccia. Ganz, ganz bekanntes Gericht für Ligurien und Sanremo. Hier sieht man Sardinen, Tagliasca-Oliven. Und ich beiß mal hier in das gute Stück rein. Schmeckt echt lecker. Eine fluchtige Tomatensauce mit der Sardelle und den geilen Oliven. Da ist immer ein Kern drin. So, wir sind fertig mit unserer Foodtour in Sanremo und Ligurien. Ich hoffe, ich konnte euch die ligurische Küche ein wenig näher bringen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und schreibt mir in die Kommentare, ob so eine Foodtour noch mal stattfinden sollte. Ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Max. Ciao.